So, Leute, hier sind wir auch endlich mal wieder mit Zelda. Es geht weiter und zwar an diesem schönen 12. Januar. Es ist Nacht, es ist 12 Uhr. Wir sind in der Nord-Unruh-Stadt und hier kommt die alte Schachtel. Ich meine natürlich die jung gebliebene Dame mit ihrer Bombentasche. Hallo, 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 hallo. Verfolgst du mich mit deinem Blick oder was? Gut. Und zwar will ich sie noch einmal retten. Vor dem bösen, bösen Räuber hier. Tü-tü-tü-tü-tü. Alter, pass doch auf! Halt die! Gib einer alten Dame sofort ihre Taschen zurück! Kein Problem. Man muss nur richtig stehen und im richtigen Moment das Schwert so machen. So, komm, jetzt verpiss dich halt. Pfeile prallen an ihm ab. Der Realismus schlägt bei Zelda wieder zu. Tja, die Wache, die juckt einfach gar nicht. Die steht nur blöd rum. Tja, warum auch? So ist er halt. Ich danke dir, du hast ihn vertrieben. Ah, große Bombentaschen im Bombenladen. Ja, das wissen wir ja auch. Deswegen habe ich die alte Schabracke aber nicht gerettet. Sondern aus einem ganz einfachen anderen Grund. Und zwar will ich mir in dieser Episode die Maske der Nacht kaufen. Bevor ich aber die Maske der Nacht kaufe, möchte ich zuerst noch die Bank zufriedenstellen. Denn damit habe ich im letzten Video aufgehört. Ich habe gesagt, Leute, ich hole ganz viel Geld. Jetzt passt mal auf, wie viel ich habe. Ich zahle Rubine ein. Lass mich einen Blick auf dich werfen. 4.999 Rubine habe ich deponiert. Hehehe. Und einen zahle ich noch ein. Ist das alles? Krummel. Dein Kontostand beträgt 5.000 Rubine. Oh, du hast bereits 5.000 gespart? Nun denn, kleiner Mann, das ist der Höchstbetrag. Mehr kann ich nicht aufbewahren. Ich bitte um Verzeihung, aber mehr als das kann ich dir nicht anbieten. Reicht auch schon. Vielen Dank, Herzteil. Alles klar. Halt. Ja, ich muss an dieser Stelle halt mal wieder, so blöd's ist, einen Schnitt machen. Denn ich mache Nacht des letzten Tages nach 12 Uhr, nach 10 Uhr. Und dann kann ich mir die Maske der Nacht im Kuriositätenladen kaufen. Der ja glücklicherweise hier in der West-Unruh-Stadt ist. Nämlich, genau, dieser abgefuckte Schuppen. Also bis gleich, euer Slaxi. So, wir haben es dann auch nach 10 Uhr, letzter Abend. Der Kuriositätenladen hat geöffnet. Und, tada, wer hätte das gedacht? Nur rein! Sieh dich ruhig um! Maske der Nacht. Trägst du diese Maske, findest du keinen Schlaf. Dann kauf ich sie doch mal für schlappe 500 Rubine. Ha! Kann man nicht runterhandeln, man braucht die 500 Rubine. Die Maske der Nacht wurde ins Notizbuch eingetragen. Nein, ich habe nichts für dich. Lass mich bloß in Ruhe, du Scheißkerl. Gut. Was die Maske der Nacht bringt, zeige ich auch gleich. Ich habe jetzt keinen Bock hier noch auf weitere Schnitte, deshalb lasse ich es jetzt einfach durchlaufen, auch wenn es dauert. Ja, speichern der Brunnen. Erster Tag. Ist schon recht. Und ich verliere meine Bomben, oh nein, und meine Pfeile. Na komm schon, ein bisschen schneller, hm? So, da sind wir wieder. Und es geht auch gleich los in der Ost-Unruh-Stadt. Lass mich raten, der Schuppen hat erst ab 8 geöffnet. Verdammt. Gut, nehmen wir Abkürzung B.
Und schon können wir durch den, naja, Hinterausgang ist es ja nicht, aber den Oberausgang in den Gasthof. Und in dieser Tür ist ja bekanntlich die Oma von der Anju. Und die labert hier einen auch voll. Oh, Turtus, hast du deinen Vater getroffen? Lass mich dir eine Geschichte vorbilden. Welche möchtest du hören? Ich geh wieder. Denn ich brauche zuerst die Maske der Nacht, oder Zimtziege. Welche Geschichte möchtest du hören? Karneval der Zeit. Oh, du willst also die Geschichte vom Karneval der Zeit hören? Bald befindet sich der Karneval wieder statt. Bla bla bla. Also die erzählt uns jetzt hier echt einen Wolf von dem Karneval der Zeit und vier Götter und vier Weisen. Also ich habe keinen Bock, euch das alles vorzulesen. Wirklich. Lest es euch selber durch, weil das ist echt zu viel. Auf jeden Fall wären wir jetzt hier schon längst eingepennt. Keine Angst, die zwei Stunden gehen trotzdem rum. Bei dem Karneval der Zeit muss man sagen, am Vorabend des Festes. Dann sagt die, oh, du bist brav, hast zugehört und so weiter und so fort. Dann kriegt man ein Herzteil. So. Ah, mittlerweile habe ich auch wieder einen Container. Redet gerade nochmal mit der alten Schabracke. Und dann die vier Giganten. Bis zum Morgen geht die Geschichte. Und bla 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 bla. Jetzt wäre man schon eingeschlafen. Aber stattdessen. Nanu. Normal ist hier ein Bild. Mit vier Giganten und so weiter und so fort. Warum das jetzt nicht da ist, weiß ich nicht. Aber auf der Nintendo 64 Version ist das so. Egal. Jetzt fragt sie wieder ein. Und normalerweise würde man ihr ja die Frage richtig beantworten. Aber hier müsst ihr keine Ahnung drücken. Die rafft selber nichts mehr und sagt, oh, brav zugehört und gibt uns ein Herzteil. Hätte ich jetzt den oberen Dings gewählt, hätte ich nichts bekommen. Naja, kompliziert und scheiße, aber so ist es. Dafür war die Maske der Nacht gut, für die zwei Geschichten, für die zwei Herzteile. Das wäre erledigt. 8 Uhr am nächsten Morgen ist es. Krasse Sache. Was könnte ich euch noch zeigen? Ja. Ich würde einfach mal behaupten. Ich gehe jetzt mal zum Bürgermeister, das erst ab 10 Uhr geöffnet ist. Na klasse. Beamte wieder, ne? Schaffen erst ab 10. Gut. So, was ist mit der Milchbar? Wann machen die auf? Abend zum 10. Ah, super. Vertreiben wir uns halt noch etwas die Zeit. Kein Bock wieder zu schneiden. Hey, psst. Junge. Ach, ich zeige euch mal was. Also, wenn ihr hier schon mal in der Gegend seid und Geld braucht, sagen wir mal 100 Rubine. Könnt ihr hier hochlaufen, mit einer Rolle hier drüber springen, dann hier nach links springen und hier weiter springen, hochziehen. Einen Moment, Moment. Fickte Scheiße. So, wo bin ich jetzt überhaupt? Da, ich wurde wieder gestört mit in der Aufnahme. So, egal, auf jeden Fall ist hier halt eine Kiste. Mit 100 Rubinen drin. Tada! Gut. Ich roll weiter. Zum Haus des Bürgermeisters. Was heißt zum Haus? Rathaus halt. So. 10 Uhr, ich darf rein. Die Empfangsdame sagt, links ist der Bürgermeister, rechts irgendeine andere Scheiße. Also beim Bürgermeister, da möchte ich jetzt nicht rein, weil da streiten sich nur die Leute. Wir gehen hier rein. Und ich fürchte, ich muss schneiden.